Dann freue ich mich ganz herzlich, Sie begrüßen zu können hier in den Räumen von Accatec als Hausherrin hier in diesen Räumen. Ich bin im Vorstand von Accatec und freue mich wirklich sehr, dass wir diese Kooperation hier zustande gebracht haben mit Frau Löhrer von der Landeszentrale für politische Bildung und Kollegen, genau. Und unseren zwei Experten, die ich dann auch gleich nochmal vorstellen werde, Herr von Gernler und Herr Kreuzer. Aber Sie als die Lehrkräfte hier in Bayern stehen ganz zentral im Mittelpunkt unserer heutigen Veranstaltung zum Thema Cybersecurity. Denn als Akademie der Technikwissenschaften, und das ist der ausgesprochene Begriff von Accatec, ist uns gerade so ein Thema wirklich ein großes Anliegen in die Breite zu bringen. Und ich möchte Ihnen hier ganz kurz die Accatec einmal vorstellen. So alt ist die Accatec noch gar nicht. Die Accatec gibt es jetzt seit etwas mehr als 10 Jahren. Und sie ist gegründet worden als nationale Akademie. Das heißt, sie bekommt zusammen mit ihrer Schwesterorganisation, der Leopoldina, auch eine Grundfinanzierung durch die Bundesregierung vom Forschungsministerium und hat den Auftrag der gemeinwohlorientierten Beratung von Politik und Gesellschaft. Und das Ziel ist die Förderung der Innovationskraft Deutschlands. Deshalb haben wir 2 Säulen. Auf der einen Seite die akademische Säule mit rund 500 Mitgliedern und auf der anderen Seite haben wir auch eine Säule, die sich aus der Wirtschaft speist. Das heißt, alle unsere Projekte werden von Mitgliedern von beiden Seiten gespeist, einmal der akademischen Seite und einmal aus Unternehmenssicht. Ziel ist aber immer eine neutrale, wirklich auf Evidenz und auf Fakten basierende Beratung. Und auch das Erstellen all unserer Studien funktioniert immer nach diesem Prinzip. Hier sind noch unsere 2 Präsidenten. Wir haben natürlich dann auch einen aus der akademischen Seite und einen aus der Wirtschaftsseite, Herrn Streibig und Herrn Spath. Jetzt hier die Horizonte, die hier auch ausliegen, sind ein neues Format, relativ neues Format von Accatec, in dem es wirklich darum geht, Themen so aufzubereiten, dass sie so eine Art von Trusted Knowledge zu neuen Technologien zur Verfügung stellen. Uns geht es dabei darum, Themen aufzugreifen, für die es noch nicht unbedingt Schulbuchwissen gibt, das Sie vielleicht auch noch nicht an der Uni gehört haben, das aber schon so hohe Relevanz hat im täglichen Leben, dass man dazu einfach so eine gewisse Grundlage braucht, ohne dann gleich Spezialist werden zu wollen oder zu müssen oder Spezialistin. Das ist der Anspruch von den Horizonten und Frau Müller-Markus hier ist die Verantwortliche, die Horizonte-Ausgabe für Cybersecurity verantwortet. Sie hat all die Interviews geführt, die da als Grundlage zur Verfügung standen oder stehen und dann die Publikation verfasst. Wir haben nicht nur diese Publikation, es gibt einen Vorläufer, das war zum Thema Blockchain, die Ausgabe liegt auch schon hier. Da findet demnächst hier mit dem Amerika-Haus ein großes Tech-Camp statt. Für die Cybersecurity sind wir wirklich stolz darauf, mit Ihnen zu kooperieren und kooperieren zu können. Das nächste Thema ist die nachhaltige Landwirtschaft, die werden wir im Dezember fertig haben. Und künstliche Intelligenz in der Industrie ist das nächste Thema, das im April, Mai fertig werden wird. Einfach um Ihnen ein Gefühl zu geben, all diese Themen sind auch auf unserer Webpage, wenn Sie Interesse haben sollten. Ja. Ein Thema, das hier noch mit dazu passt, wollte ich noch ganz kurz ansprechen, bevor ich übergebe. Wir haben ausgemacht, nur 5 Minuten, nicht zu lang. Wir haben bei Accatec auch einen HR-Kreis, der sich auch sehr stark mit dem Thema Fortbildung beschäftigt. Und da ist natürlich alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, ein ganz großes Thema. Soweit dazu ist auch jemand hier dann als Ansprechpartnerin in der Pause, wenn Sie Interesse haben, gar kein Problem. Jetzt will ich aber übergeben an Frau Löhrer, nicht vergessen, vorher noch einmal wirklich die 2 Experten zu begrüßen und Ihnen auch jetzt schon Danke zu sagen für die Zeit, die Sie investieren. Das möchte ich gern jetzt vorneweg schicken. Denn das ist wirklich alles ehrenamtlich. Die ganze Arbeit bei Accatec wird ehrenamtlich erledigt.
selber vorstellen werden Sie sich. Da muss ich jetzt nichts dazu sagen. Einmal ganz kurz, Herr von Gernler ist nämlich auch Vizepräsident der Gesellschaft für Informatik. Und Herr Kreuzer kommt vom Munich Re, ist dort Cybersecurity-Spezialist. Also wirklich ausgewiesene Experten. Das Unternehmen von Herrn von Gernler kommt da noch. Jetzt übergebe ich. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Schrautner. Ich habe Sie vorhin gleich an der Tür so begrüßt. Schön, dass Sie da sind. Das ist schon mal bezeichnend für unsere Zusammenarbeit. So wohl fühlen wir uns hier im Team. Aber ganz herzlichen Dank Ihnen und Ihrem ganzen Team, dass diese Zusammenarbeit so problemlos geklappt hat. Wie kam es dazu? Wir haben seit letztem Jahr seitens der Landeszentrale ein Format mit anderen Landeszentralen entwickelt, die Aktionstage Netzpolitik und Demokratie. Vielleicht haben Sie schon davon gehört, vielleicht haben Sie letztes Jahr auch schon das eine oder andere Panel davon besucht. Wir von der Landeszentrale, das sind vor allem mein Kollege Max Nominacher und ich, mein Name ist Uta Löhrer übrigens, wir haben für Bayern das Programm aufgesetzt, weil das Thema Digitalisierung immer mehr nicht nur unseren Alltag bestimmt, sondern eben auch das Thema politische Bildung. Und es ist auch genuiner Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, eben diese beiden Themenbereiche miteinander zu verknüpfen. Wir arbeiten da ganz eng mit Partnern zusammen, sind auch in Kontakt mit dem Digitalisierungsministerium, sind als nachgeordnete Behörde des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus auch damit beauftragt, den schulischen Bereich zu berücksichtigen und dafür auch Konzepte zu entwickeln. Deswegen begrüße ich auch sehr herzlich meinen Kollegen aus dem Kultusministerium. Und wir haben uns dann eben auch überlegt, wen könnten wir sonst noch kontaktieren zu diesem Thema? Und dann kam dieser wunderbare Kontakt zu Arkatec zustande und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich die gleichen Bedürfnisse haben und auch die gleichen Aufgaben in gewisser Weise. Denn wir müssen auch Themen auf Augenhöhe bespielen und auch im überparteilichen Sinne. Wir sind jetzt nicht wirtschaftlich gefördert, aber wir müssen, aber wir müssen eben auch, es ist unser genuiner Auftrag, politische Bildung für alle Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen und ein besonderer Fokus liegt für uns auf dem Thema Schule. Zurück zu den Aktionstagen. Die Aktionstage beginnen morgen. Insofern ist es ein wunderbarer Auftakt für die Aktionstage Netzpolitik und Demokratie. Schon gesagt, sie finden bundesweit statt. Sie finden auf unserer Website eine Karte, eine Bayern-Karte mit entsprechenden Orten, an denen in den nächsten Tagen Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Live-Hacking-Aktionen stattfinden. Schauen Sie einfach mal drauf. Es gibt Ihnen vielleicht auch Anregungen, was man im nächsten Jahr machen könnte, denn nächstes Jahr im Herbst werden sie unter unserer Federführung stattfinden und durchgeführt. Und insofern ist es ein Auftakt zur Zusammenarbeit, politische Bildung und Digitalisierung. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind, dass das Angebot so gut angenommen wurde und dass der Raum sich gefüllt hat. Nochmal der Hinweis, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, wird gestreamt und kann dann auch im Nachgang nochmal in Ihren Fachschaften, in den Schulen abgerufen und angeschaut werden. Nur eben, wir sind auch verpflichtet, darauf hinzuweisen. Was haben wir uns überlegt für heute Nachmittag? Wir beginnen mit zwei Impulsvorträgen von den beiden Herren, die wir eingeladen haben. Herzlichen Dank auch nochmal von unserer Seite, dass das auch so unkompliziert geklappt hat, dass Sie sich auch sofort bereit erklärt haben. Also auch schon die Telefonkonferenz war großartig im Vorfeld, was wir da alles noch an Infos bekommen haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Herzlichen Dank. Diese Impulsvorträge werden den ersten Teil darstellen der Veranstaltung heute Nachmittag. Im Anschluss geht es darum, dass wir mit Ihnen auch ins Gespräch kommen wollen. Wir wollen erfahren, welche Herausforderungen gibt es denn im schulischen Kontext? Ja? Welche Bedürfnisse haben Sie? Das ist uns ganz wichtig, hier mit Ihnen in den Dialog zu treten. Und der Dialog zwischen Ihnen und den Fachleuten, das ist auch ein Ziel, das wir hier bereitstellen und ermöglichen wollen. In einem weiteren dritten Panel geht es dann darum, dass wir Ihnen Angebote vorstellen möchten, die Sie zum einen im schulischen Bereich nutzen können, aber auch im außerschulischen Bereich. Passwortmanagement ist eben auch noch das Schlagwort, das in diesem dritten Panel zum Tragen kommen wird.
Und im Anschluss daran möchte ich Sie auch an dieser Stelle schon ganz herzlich einladen zu unserem vierten Panel, nämlich zum unkomplizierten Austausch draußen dann bei Erfrischungsgetränken und einem kleinen Snack. Auch nicht ganz unwichtig. Ja, und in diesem Sinne möchte ich ganz gerne schon den ersten Teil eröffnen und unsere beiden Referenten vorstellen. Es wird beginnen Herr Martin Kreuzer. Herr Kreuzer, Sie sind Cyber Risk Spezialist bei der Munich Re. Und setzen sich damit auseinander, dass Cyberattacken ja immer wieder zunehmen und raffinierter werden und eben auch Unternehmen Milliarden kosten, was natürlich auch für Ihr Unternehmen von Bedeutung ist. Die Bandbreite an Risiken ist groß und sie erstreckt sich von Cybercrime über Cyberwar bis zum Cyberterrorismus und zu Hacking im Alltag. Gleichermaßen ist die Motivation, dies zu tun, ebenfalls vielfältig. Also auch insofern setzen Sie sich mit beiden Seiten auseinander. Und Ihre Vita liest sich fast wie James Bonds Vita, muss ich sagen. Cyber Risk Experte im Bereich Corporate Underwriting von der Munich Re, dem global tätigen Rückversicherer und Marktführer für Cyberversicherungen und damit verbundene Service- und Sicherheitsleistungen. Also ein großer Auftrag. Sie waren 3 Jahre lang Specialist Advisor in Counter-Economic, Espionage and Counter-Cyber-Warfare. Also auch das klingt großartig. Sie waren auch Civil Servant. Ich selbst bin auch Beamtin, also das ist jetzt nicht so großartig, aber trotzdem auch sehr, sehr wichtig, weil wir wollen es ja auch aufrechterhalten, das Sicherheitskonzept, das wir hier staatlich auch vertreten können. Und Ihre Ausbildung haben Sie genossen an der Federal University of Applied Administrative Sciences and Law, sprich die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Recht, ein Bundesinstitut in Berlin. Herr Kreuzer, ich würde sagen, ich übergebe an Sie und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag zum Thema Cyberattacken. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Löhrer, für die einleitenden Worte. Vielen Dank, Frau Schreiner, auch für die einleitenden Worte und für die Einladung. Haben mich vorgestellt, ja, als James Bond. Ich habe tatsächlich über 9 Jahre für den Bundesnachrichtendienst aktive Nachrichtenbeschaffung betrieben. Und danach, das, was sich so toll anhörte, weil es eben nur auf Englisch war. Also ich bin eben global tätig, deswegen ist mein LinkedIn-Profil auch nur auf Englisch. Das war also das Landesamt für Verfassungsschutz und da eben der Bereich Gegenspionage. Wirtschaftsspionage und eben Counter-Cyber-Warfare. Also Verfassungsschutz klingt dann schon wieder etwas down to earth, aber trotzdem. Wie gesagt, 14 Jahre war ich Beamter für 2 verschiedene Nachrichtendienste, jetzt eben bei Munich Re. Wir tragen mittlerweile den größten Teil dieser Milliardenschäden, die Sie tatsächlich richtigerweise genannt haben, denn Munich Re ist der Marktführer im Bereich Erst- und Rückversicherung für Cyberversicherungsprodukte. Eine Produktlinie, die sehr, sehr jung noch ist, die es noch nicht so lange gibt und über die wir uns natürlich viele Gedanken machen müssen, weil eben die Risiken ganz andere sind als in der traditionellen Sparte, wie beispielsweise in der Kfz-Versicherung, einer Haftpflichtversicherung, einer Lebensversicherung, schon allein deswegen, weil wir eben kaum historische Daten haben. Das ist eben eine der Herausforderungen und heute in den 20 Minuten geht es um das Thema wo entstehen die Gefahren für Cyberattacken? Wird natürlich jetzt die Herausforderung, das Ganze in 20 Minuten einem relativ heterogenen Publikum zu präsentieren. Und ich fange gleich mal damit an mit einer Übersicht, worum geht es eigentlich? Worum geht es tatsächlich mir in meiner täglichen Arbeit als Cyber Risk Specialist für Munich Re? Worum geht es meinem Unternehmen? Aber auch, worum geht es letztlich Ihnen als Privatperson? Worum geht es Firmen? Worum geht es Institutionen wie Schulen, Bildungseinrichtungen, denn tatsächlich gibt es da ein erstes Schaubild, das ich hier mit Ihnen teilen möchte, das Sie tatsächlich beliebig skalieren können. Und worum geht es? Also einmal, was gibt es überhaupt für Bedrohungen und wo kommen aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Automatisierung, woher kommen neue Vulnerabilitäten? Denn nur dann, wenn eben eine Bedrohung auf eine Vulnerabilität trifft, haben Sie möglicherweise einen Impact. Die nächste große Frage eben, welche Assets, also welche Dinge sind jetzt im Bereich der Digitalisierung eben wichtig? Was ist schützenswert? Was ist wertvoll? Wo sollten wir eben ansetzen, uns Gedanken zu machen? Was ändert sich da in den letzten Jahren? Und natürlich gibt es irgendwelche Akteure,
die genau an diese Assets wollen? Und wenn ja, wie kann ich Vulnerabilitäten minimieren? Wie kann ich mich vor diesen Akteuren schützen? Das heißt also, welche Security-Features, welche Sicherheitsmaßnahmen, wird dann natürlich der Herr von Gerndler noch ausführlicher darüber sprechen, welche Sicherheitsfeatures kann ich überhaupt implementieren, um entweder ja, eine Cyberattacke komplett zu verhindern oder, sofern es eben passiert ist und den hundertprozentigen Schutz, den gibt es eben nicht, wie kann ich das eben mitigieren, dass eine Cyberattacke eben im Punkto volkswirtschaftlichen Schaden, jetzt natürlich unsere Überlegung, was davon ist versichert, was ist mein persönlicher Schaden, dass eben diese Schadenhöhe nicht so hoch ist. Warum ich diese Folie sehr, sehr gerne zeige, ist eben, Sie können das, wie bereits erwähnt, beliebig skalieren. Also auch Sie als Privatperson sollten sich eben tunlichst überlegen, was sind denn Ihre wichtigsten digitalen Assets? Gibt es da was? Gibt es da was, das schützenswert ist? Ist alles gleichermaßen schützenswert? Ich gehe mal davon aus, dass eben private Fotos oder Ihre private Steuererklärung, dass das für Sie eben einen anderen Wert darstellt als beispielsweise das Tortenrezept von Tante Erna. Ich mag jetzt natürlich der Tante Erna nicht so nahe treten, aber das ist natürlich jetzt eine Überlegung, die ich als Privatperson durchaus anstelle. Und dann eben auch die Frage, gibt es jemand, der möglicherweise Interesse an meinen Fotos hat, an meiner Steuererklärung, an privaten Daten? Gibt es jemanden, der das möglicherweise amortisiert? Gibt es möglicherweise jemanden, der das aus sonstigen Gründen haben möchte? Also gibt es irgendeine Bedrohung? Habe ich eine Schwachstelle? Und wenn ja, wie kann ich mich schützen? Das ist also eben der Gedankengang einer Privatperson und ich hoffe, dass Sie alle, die jetzt hier im Raum sitzen oder online zusehen, dass Sie sich genau diese Gedanken machen. Und natürlich trifft es auch auf Ihre Schüler zu. Und natürlich trifft es auch auf Ihre Häuser, also die Schulen an sich zu. Gibt es da irgendwelche Assets? Gibt es irgendwelche Daten? Gibt es irgendwelche Forschungsergebnisse, die wichtig sind? Oder ist es eben nur der Kantinenplan, das irgendein digitales Asset von Ihnen darstellt? Das sind eben Überlegungen, die Sie jetzt auch in Ihrer täglichen Arbeit, die Sie als Privatperson treffen sollten. Und im Punkt Skalierbarkeit, wie gesagt, ich habe für die Bundesrepublik Deutschland gearbeitet, da haben Sie natürlich dann einen ganz anderen Effekt. Ein Unternehmen muss sich das eben auch fragen, da ist aber dann ein Asset möglicherweise eine ganze automatisierte Produktionsanlage. Da ist es Intellectual Property. Und noch eine Stufe höher, wenn wir jetzt wirklich in dem nationalen Bereich unterwegs sind oder supranationalen Bereich, dann sprechen wir natürlich von kritischen Assets auch über kritische Infrastruktur. Über Stromversorgung, über Wasserversorgung, die eben mittlerweile ja mehr und mehr von der physischen Welt, von der traditionellen Welt in die digitale Welt übersetzt wird und somit auch ein digitales Asset darstellt, das es eben zu schützen gilt. Und da eben auch die Frage, selbst für eine Regierung, und das ist ja auch im Prinzip das, was in der Einleitung genannt wurde, auch unsere Regierung macht sich hier folgerichtig Gedanken, ja, welche Assets haben wir denn überhaupt? Was kann da passieren? Gibt es irgendwelche Akteure, die da möglicherweise Schwachstellen ausnutzen? Und wenn ja, was passiert denn dann genau? Und wie können wir uns schützen? Also das eben so mal als grundlegende Einleitung. Wie sieht überhaupt die Risikomatrix aus? Und nochmal ganz wichtig, die betrifft jeden. Nicht nur denjenigen, der Cyberversicherungen anbietet, sondern wirklich jeden. Und man kann jetzt dann natürlich über die einzelnen Punkte wirklich jeweils eine Stunde trefflich referieren. Ich habe mir nur ganz kurz einen Bereich ausgesucht, weil eben das Thema ist, woher kommen denn überhaupt Cyberattacken? Wer steckt dahinter? Wo birgen sich irgendwelche Cyberrisiken? Deswegen mal nur auf die Akteure bezogen. Und hier auch ganz, ganz wichtig, die externen Akteure. Und es ist einfach jetzt mal ein Versuch eines Überblicks. Und da muss man schon gleich mal sagen, eine Attributierung ist immer sehr, sehr schwierig. Es gab eben noch keinen Nationalstaat, der gesagt hat, jawohl, das waren wir. Wir wissen zwar sehr viel über Edward Snowden, aber ansonsten gibt es eben niemand, weder einen Kriminellen noch einen Nationalstaat, der eben von sich aus in der Regel zugibt, jawohl, ich stecke hinter dieser Cyberattacke. Wie kommt man trotzdem drauf auf eine Attributierung oder was steckt dahinter? Also ist jetzt vor allem auch im Denken von Sicherheitsbehörden. Also einmal, was ist überhaupt die Motivation? Und in der Tat ist meistens letztlich die Motivation Geld. Also Stichwort Cybercrime, für mich der signifikanteste Faktor für uns als Privatpersonen, für Sie als Institution. Cyberkit, na klar, das sind junge Leute, die sich selbst challengen, die sehr, sehr häufig
vorgebaute Tools im Internet kaufen oder diese nutzen, kostenfrei nutzen und mehr oder weniger aus Experimentierfreude dann ja, möglicherweise Urheber von Cyberattacken sind. Cyberwar und Cyberspionage, das heißt also wirklich Urheberschaft bei Nationalstaaten und Geheimdiensten, da ist natürlich die Kompetenz unglaublich hoch. Haben wir in verschiedenen ja, Attacken bereits gesehen. Für mich nach wie vor einer der besten Angriffe liegt schon Jahre zurück, 2010, der sogenannte Stuxnet-Virus, also ein Angriff vermutlich der USA und der Israelis auf das iranische Nuklearprogramm. Es wurden damals eben auch SCADA-Systeme, also Industriesteueranlagen, angegriffen. Da haben sie eben dann wieder die Skalierbarkeit, wenn sie dann einen Organisationsgrad von einer NSA oder von einem Geheimdienst haben. Cyberterrorismus in Deutschland, das ist immer so ein Thema, okay, der ist ja doch relativ weit weg, aber auch da gibt es leider, Erkenntnisse, dass jetzt durch die Digitalisierung beispielsweise die Zeit, in der man Menschen manipulieren kann, in der man Menschen umdrehen kann, in der man Menschen ideologisieren kann und letztlich ja, zu einem Extremisten machen kann, egal ob jetzt das ein Dschihadist ist, ob das rechts- oder das linksextreme Spektrum ist, diese Zeit hat sich eben auch drastisch verkürzt. Und insbesondere in Deutschland ja, sehen wir da oder sehen die Geheimdienste da zu dem Bereich Cyberterrorismus mehr als das, was hier zu lesen ist. Und auch da wird eben ja, das Medium Internet reichlich genutzt, genauso auch wie eben im Bereich der ja, politischen Einflussnahme, beispielsweise durch Hacktivisten. Das einfach mal so als grobes Cluster. Woher kommen die Gefahren? Wer sind die Urheber? Und auch warum tun die das eben? Wie gesagt, die Attributierung ist sehr, sehr schwierig, auch für die Strafverfolgung. Aber mal so als Überblick, glaube ich, wirklich durchaus geeignet. Ich habe bereits darauf hingewiesen, ein ganz wichtiges Thema ist, das sind die externen Akteure. Ja, es gibt eben auch noch andere. Es gibt interne Akteure, es gibt die Beschäftigten, die Angestellten, es gibt die Nutzer. Das heißt wir, es gibt den Faktor Mensch. Und der ist auch signifikant. Und hier einfach mal ein paar Thesen für Sie, die, glaube ich, auch in Ihrem schulischen Alltag recht wichtig sind. Eine These, die kommt gar nicht von mir, sondern die kommt aus einer sehr, sehr aktuellen Forschung, die Munich Re gemeinsam mit dem Information Security Forum, das ist eine Non-Profit-Organisation, die gestützt wird von ja, sehr, sehr großen Unternehmen, gab es eine Publikation im August und die überbordende Frage war eben, wer denken Sie ist der größte Risikofaktor für die Informationssicherheit bei Ihnen im Unternehmen? Und die Antwort und die Forschungsergebnisse waren relativ eindeutig. Es sind insbesondere die sogenannten Digital Natives, also die sogenannten Millennials. Das heißt, die Leute, die eben ja, mit dem Internet und sozialen Medien groß geworden sind und sehr, sehr häufig vermutet man eben was anderes. Okay, der kennt sich ja aus, der ist jung, der wurde damit groß. Ja, er wurde damit groß, das ist sehr, sehr häufig tatsächlich so, aber es sind vor allem digitale Anwender. Das heißt, man nutzt das, was am Markt ist, aber in puncto Informationssicherheit oder in puncto sich die Frage stellen, was mache ich da überhaupt, was bewirkt das mit mir, hat es eine Implikation auf das Thema Cybersecurity, genau diese Frage kommt tatsächlich bei dieser Generation zu kurz. Und ich fürchte, dass das auch weiterhin so bleibt. Das heißt, ja, der Risikofaktor Mensch und Digital Natives sehr, sehr häufig eben tatsächlich auch eine relativ unkritische Anwendung von vorhandenen Applikationen, von vorhandenen Angeboten und wo eben das, ja, wo das eben getan wird, ja, soziale Medien, ganz klar, gibt es auch so schöne Auswertungen, beispielsweise was passiert in 60 Sekunden im World Wide Web, wenn Sie das mal suchen, wenn Sie sehen, wie die Durchdringung von sozialen Medien ist. Ich habe es erst heute Vormittag nochmal geguckt, Statista hat eine Auswertung gemacht, Internetdurchdringung in Deutschland liegt bei 97%. Das ist ja auch gut so, Gott sei Dank sind wir so weit. Die Frage ist eben nur auch, ja, gibt es da etwas zu beachten? Und leider diese Frage wird sehr, sehr häufig ja, eher stiefmütterlich behandelt. Insbesondere eben
bei sogenannten Digital Natives, also bei den Millennials. Generell, und ich habe es bereits in der Vorbesprechung auch kurz erwähnt, generell das Thema Sorglosigkeit. Ja, es ist tatsächlich so, dass es da auch einen interkulturellen Kontext gibt. Da bin ich froh darum, weil ich bin wirklich froh, dass ich zu dieser Zeit in diesem Land leben darf. Allerdings im Hinblick auf offene Daten, wie agiere ich im Internet, was gebe ich alles von mir preis, glauben Sie mir, da ist ein riesen Unterschied zwischen jemand, der in Deutschland lebt, unabhängig vom Alter, im Vergleich beispielsweise zu jemandem, der in China groß wird. Wie gesagt, ich bin da darüber froh, aber manchmal ist es wirklich verwunderlich, was für Dinge in sozialen Medien auftauchen, wie unkritisch man da auch letztlich umgeht, was man alles veröffentlicht, Thema wie Social Engineering, also wirklich, ja, ich sag mal, bewusst eben den Faktor Mensch ausnutzen, das funktioniert, weil wir eben Menschen sind, auch im digitalen Zeitalter, auch die Sorglosigkeit von Nutzer, der App-Hunger, ich habe es mal so genannt, der App-Hunger der Anwender, das ist ja okay, wenn sie digitale Angebote anwenden. Die Frage ist nur immer, ja, und ich wiederhole mich da gern, was macht das? Macht es überhaupt was? Und wenn ja, betrifft es mich als Anwender? Gebe ich irgendwas preis? Und ich habe da mal für Sie ein paar Beispiele. Jede App findet ihren Nutzer, egal wie bescheuert sie auch sein mag. Einfach mal vier Beispiele, die gibt es alle. Also aktuell, ich habe das letzte Woche nochmal überprüft. Nochmal Digitalisierung, also die Übersetzung der physischen Welt in die digitale Welt. Man versucht es auch mit der sogenannten Beer-Drinking-App. Also Sie brauchen dann eben nicht mehr ins Restaurant gehen. Kann man machen. Macht vielleicht Spaß, ist okay. Ob man das braucht, ist eine andere Frage. Bei dieser App unten, und die gibt es tatsächlich, die Do Nothing With Nothing App. Dreimal dürfen Sie raten, was die App macht. Richtig, die macht gar nichts. Die macht gar nichts. Also entweder haben Sie dann eben bei Ihnen am Display ein weißes Display, auf dem Nothing steht, oder ein schwarzes. Dann steht in weißer Schrift Nothing drauf. Ja, ist okay zur Ehrrettung der Nutzer. Also es gibt nur 1000 plus Nutzer. Aber jetzt wieder andersrum. Und ich sage es trotzdem, weil es mich... ich habe eben also letzte Woche geguckt, wie viele Nutzer gibt es. Gibt es die überhaupt noch? Ja, die gibt es noch. Es gibt also über 1000 Nutzer in Deutschland. Und es gibt ja dann auch immer so Bewertungen. Und es gibt tatsächlich aus 2017, ich nenne jetzt den Namen nicht, weil es ja gestreamt wird, es gibt einen Nutzer, gucken Sie sich das an, im Play Store, die Do Nothing With Nothing App. Es gibt einen Nutzer, der schreibt, also er gibt 5 Sterne her, er ist ganz begeistert, er sagt, ich zitiere ihn jetzt, gucken Sie das dann selbst bitte nach, diese App hält, was sie verspricht, wird allerdings nach 3 Stunden etwas langweilig. Hurra, also die Do Nothing With Nothing App, okay, mag sein, dass sie tatsächlich auch keine Implikation auf Informationssicherheit hat. Bei dieser App, is it dark outside, yes or no? Da sieht es eben schon wieder anders aus. Denn wie kann die App überhaupt wissen, ob es noch draußen hell oder dunkel ist? Zwingende Voraussetzung, jawohl, Sie müssen natürlich den Standort freigeben. Und diese App mag möglicherweise, oder mehrere Apps mögen möglicherweise kostenlos sein beim Download, sie sind aber selten umsonst. Das sollte auch schon mal immer so eine rote Lampe sein für jeden Nutzer. Ja, wenn irgendwas kostenlos ist, ist es wirklich umsonst. Und diese App ist schon mal hundertprozentig eben nicht umsonst, weil sie müssen Daten von sich freigeben. Hier Minimum ihren Standort. Sehr, sehr häufig noch auch Zugriff auf Kontakte und man tut das eben. Und die Terms and Conditions von irgendwelchen Apps, ich lese es auch nicht, also ich bin Jurist, aber ich lese es trotzdem nicht, weil es ist doch spaßbefreit. Ja, man akzeptiert das. Und wenn Sie da reinschreiben würden, man hat es tatsächlich auch getan bei Nutzungsbedingungen, dass Sie sich damit verpflichten, irgendwo Toiletten zu putzen, das wurde eben angeklickt. Es ist eben so und hier müssen Sie auf jeden Fall die Standardfreigabe anklicken. Das andere eben, es gibt tatsächlich, ich hatte früher im Beamtentum noch jemanden, der hatte tatsächlich die App, die Toilettenpapier-App, also Sie können das dann eben so lange runter scrollen, bis dann das Toilettenpapier aufgebraucht ist. Ja, braucht man es oder braucht man es nicht, das ist eben die Frage. Aber sehr, sehr häufig haben alle Apps eines gemein, sie geben eben unglaublich viel von sich her. Und die Frage ist eben, ja, benötigen sie das tatsächlich? Sollte man sich eben zwingend stellen, diese Frage. Ein anderes Thema, der Homo Digitalis hinterlässt Spuren, ja, auch eben durch App-Nutzung.
Und diese Spuren werden eben natürlich ausgenutzt. Also nochmal, das kann man ja eben nicht verhindern. Und das soll ja jetzt auch nicht der dauererhobene Zeigefinger sein. Stichwort Medienkompetenz, Stichwort Nutzung von sozialen Medien. Es ist eben wichtig und es ist die heutige Zeit. Da werden wir nichts zurückdrehen. Und das möchte auch keiner und es soll auch keiner. Nur eben auch wieder einfach überlegen, was passiert denn da? Was passiert beispielsweise in der öffentlichen Berichterstattung? Es ist unglaublich schwierig im Zeitalter von Microtargeting und das wissen wir ja eben insbesondere seit den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA, was das für Implikationen haben kann, nämlich dann, wenn man wirklich auch auf Auswirkungen für eine gesamte Demokratie eben spricht. Und wenn Sie danach gucken, also jeder US-Wähler ist mittlerweile in geleakten Datenbanken. Das Ganze können Sie auch wirklich noch granular kaufen, entweder unterteilt nach Geschlecht, sowieso nach den einzelnen Nationalstaaten. Das öffnet natürlich dann einen sogenannten Microtargeting, also eben wirklich die gezielte Ansprache für eine Einzelperson. Natürlich alles automatisiert. Das öffnet natürlich dem dann Tür und Tor. Man kann es auch eben nutzen in der Wirtschaft, im Bereich der Werbung, aber eben auch in der Politik. Es ist eben auch so, ja, wir haben das ja in Deutschland gesehen, es ist ja nicht nur so, dass also Fake News irgendwo in die Irre führen, sondern die führen ja auch wirklich zu konkreten Aktionen, nicht nur an der Wahlurne, sondern tatsächlich auch eben in der physischen Welt. Das hier ist eben nur ein Beispiel, eine komplett erfundene Vergewaltigung, relativ sicher aus Russland gesteuert. Man kennt also auch den Urheber, der wurde auch, es wird versucht, den zu interviewen. Also wirklich, das war einfach vorsätzliche Falschmeldung über eine Vergewaltigung, die tatsächlich aber in Moskau und in Berlin, die tatsächlich zu Demonstrationen geführt hat, gegen die Einwanderungspolitik in Deutschland, gegen die deutsche Regierung, gegen mangelnden Schutz für Russlanddeutsche. Also all das hat man eben dann versucht zu instrumentalisieren. Das heißt eben, ja, letztlich ist es auch, ja, diese digitale Welt, den Schutz, den eine digitale Welt bietet, die Möglichkeit, die eine digitale Welt zur Auswertung bietet, zur Datensammlung, zur Datenanalyse bietet, das eben, ja, kann dazu führen, dass man eben, und es läuft da sehr, sehr viel unbewusst, das ist eben so, gleiche gilt eben für die Werbung, dass das eben auch Verhalten beeinflusst. Wir haben das gesehen, nicht nur in den USA, sondern eben auch anderswo. Das heißt also, dann sprechen wir auch wirklich von einer validen Gefahr für eine Demokratie. Dass es nicht so weit kommt, ich glaube, da sitzen wir alle irgendwo im selben Boot, egal ob sie jetzt Lehrer sind, ob sie als Privatperson versuchen, eben genau das, was hier beschrieben wurde, zu vermeiden, ob sie Verantwortlicher sind in der Firma und da letztlich, ja, sag mal, der digitale Ast, der auch der Ast ist, auf den sie Zukunft noch sitzen wollen, oder eben als Regierung, wenn sie eben kritische Infrastruktur, also wirklich Leib und Leben oder Versorgung für Menschen und die Sicherheit sicherstellen wollen. Das heißt, da sitzen wir alle irgendwo im gleichen Boot und die Fragen, die wir uns da stellen, sind tatsächlich relativ identisch. Also einmal eben, was kann passieren und woher kommt es? Und eben die zweite Frage, wie kann ich mich eben schützen, damit es eben nicht so weit kommt? Und meine Betrachtung war jetzt eher die Risikobetrachtung, also wie handeln wir als Menschen, auch wirklich das kritische Auseinandersetzen mit unserem eigenen Handeln. Und jetzt im zweiten Teil, der Herr von Gernler wird jetzt eher darüber sprechen, okay, was ist denn jetzt dann auch die Lösung, also wie kann ich mich schützen? Das ist eben immer so der Zweiklang, also einmal, was kann passieren und dann, was kann ich tun? Denn eins bringt uns eben auch nichts, wenn wir eben diese böse neue Welt immer wieder aus der Risikoseite betrachten, aber gar nicht auch von den Möglichkeiten her und ja, okay, was kann ich denn dann überhaupt noch machen oder was macht Sinn oder was macht weniger Sinn? Das soll eben jetzt auch vor allem der zweite Teil sein und da übergebe ich jetzt gerne an Sie, Herr von Gernler, und ja, hoffe, dass die Einleitung und diese angeteaserten Punkte, dass die auch durchaus für Sie neu waren und dass Sie da auch für sich selbst, für Ihre Schüler und auch für Ihre Häuser was mitnehmen konnten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich dann noch später auf die Diskussion. Danke. Gracias.
ganz herzlichen Dank, Herr Kreuzer, für diesen intensiven Einblick in Cyberwar, Cyberterrorismus, Cyberhacking, aber auch den Risikofaktor Mensch. Das gibt uns immer zu denken, gerade im schulischen Bereich. Der Homo Digitalis ist derjenige, der in den meisten Fällen eigentlich auch für Sicherheitslücken dann wiederum verantwortlich ist. In all dieser technologischen Fortschrittswelt ist es eigentlich auch die eigene Verantwortung, die Mündigkeit, mit dieser Technologie umzugehen, um die es geht. Ich darf Ihnen jetzt Herrn Alexander von Gernler vorstellen. Er ist Leiter der Forschung, Forschungsgruppe Genua GmbH. Und die Bandbreite dessen, was Sie alles tun, ist sehr groß. Softwareentwickler, Hochsicherheits-Firewalls, Committer im freien Softwareprojekt OpenBSD, technischer Botschafter der Genua GmbH, Kontakt zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Leiter Research bei Genua, also eine ganze Bandbreite an Verantwortlichkeiten. Vor allem geht es aber bei Ihrem Tätigkeitsbereich um Sicherheit und Schutz persönlicher Daten. Und wir freuen uns jetzt sehr über Ihren Beitrag Schutz persönlicher Daten, Empfehlungen aus der Praxis. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Löhrer, für die Einführung. Ich habe es momentan noch leicht, meine Kinder zu schützen, weil die sind noch 3 und 5. Das heißt, der Zugang zum Internet ist noch sehr, sehr begrenzt und beschränkt sich meistens auf Pepper Woods oder sowas. Aber das wird nicht ewig so bleiben und natürlich muss man sich deswegen Gedanken machen. Ja, es wurde schon vorweggenommen, also ich leite bei Genua die Forschung. Ich mache bei der Gesellschaft für Informatik was und ich war auch an der Studie beteiligt. Und deswegen hoffe ich, dass ich Ihnen da einiges Interessante berichten kann. Ich möchte es in 3 Teilen machen. Zunächst nochmal für Sie runterbrechen, über was ich eigentlich reden möchte, dann ein paar Beispiele dafür geben, was alles schief gehen kann und eben Empfehlungen aufstellen, wie es nicht mehr schief gehen kann. Zunächst mal, was meinen wir? Also Cybersicherheit ist ja ein total schwammiger Begriff und weil ich ja auch eine Forschung leite, muss ich mir erstmal Gedanken machen, was könnte das denn für mich bedeuten, wenn ich von Cybersicherheit spreche? Und da geht es hier um Daten. Ja, also alles steht und fällt mit Daten. Wir haben es schon vorher gehört, die Steuererklärung oder die Urlaubsbilder, aber natürlich die Fotos der eigenen Kinder. Wenn die nämlich weg sind, da sind wir schon beim ersten Punkt, hier Verlust. Wenn ich mal Daten hatte, aber die sind jetzt unrettbar verloren, dann ist es bei den einen Daten die eine Sache, aber wenn man Kinder hat und diese Babyfotos sind unwiederbringlich verloren, dann ist das eine ganz schlimme Geschichte. Das ist auch nicht bezifferbar, das ist auch schlecht versicherbar wahrscheinlich, weil einem bringt die ja niemand mehr in der Qualität. Man kriegt höchstens den Geldbetrag dafür. Also manche Dinge möchte man einfach vor Verlust bewahren. Ja. Das nächste ist Kenntnisnahme. Also es gibt eine Bedrohung, dass irgendjemand meine Daten anschaut, obwohl ich die nicht angeschaut haben möchte. Ja, Liebesbriefe, weiß der Geier, irgendwelche persönlichen Einlassungen zu Religion und Weltanschauung oder ein Tagebuch, das man führt. Also ich möchte einfach verhindern, dass jemand Kenntnis nimmt von den Dingen. Und das dritte ist noch so eine Steigerung. Ich möchte auch verhindern, dass jemand die manipuliert. Ja, es könnte auch sein, dass ich irgendjemandem was geschrieben habe und das wird im Nachhinein verfälscht und ich schaue dann irgendwann mal nach und denke mir, was habe ich denn da geschrieben? Das stimmt doch überhaupt nicht. Oder ich habe mich im Web irgendwie geäußert und jemand manipuliert meine Webpage. Solche Dinge sind damit gemeint. Und diesen Gefahren stelle ich jetzt sozusagen wünschenswerte Zustände gegenüber und sage einfach, na gut, was könnte ich denn gegen Verlust tun? Also das Gegenteil von Verlust in Bezug auf Daten ist einfach die Verfügbarkeit. Und das bedeutet, ich möchte auf meine Daten zugreifen können, wann immer das mir beliebt. Und ich möchte auch verhindern, dass die jemand einfach so löscht. Ja, es kann natürlich auch physikalisch passieren. Also wenn mein Haus abbrennt und ich habe das Handy drin liegen lassen und nirgendwo anders als auf dem Handy waren jetzt vielleicht die wichtigen Telefonnummern oder irgendwelche Schnappschüsse, die ich gemacht habe, dann habe ich auch hier irgendwie meinen Datenverlust und habe die Verfügbarkeit nicht hoch genug gehalten. Backup fällt einem da automatisch ein natürlich. Dann bei Kenntnisnahme ist der wünschenswerte Zustand Vertraulichkeit. Also ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass die vor Einsicht geschützt sind. Das heißt, ich muss irgendwo Sachen verschlüsseln oder mit Passwörtern versehen oder an Stellen legen, wo nicht jeder hinkommt. Und bei Manipulation nennt sich das Ganze Integrität. Also ich möchte das irgendwie entweder sicherstellen sowieso per se, dass die nicht geändert werden können, die Daten, oder aber ich möchte wenigstens, wenn sie geändert wurden, das bemerken können und vielleicht dann irgendein Backup einspielen. So, und jetzt geht es eben die Frage, das hat mein Vorredner, der Herr Kreuzer, ja schon beleuchtet, da gibt es so Akteure
und die können staatlich sein, es können eben auch andere Staaten Interesse daran haben, hier auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aktiv zu werden. Es können auch Firmen sein, bei großen Konzernen, da hat man wahrscheinlich gleich ein paar Namen parat, wer das sein könnte. Und aber auch so der Nachbar, ja, der könnte ja vielleicht auch irgendwas über einen wissen wollen oder was weiß ich, wenn da um den Maschendrahtzaun gestritten wird, können wir sagen, jetzt wische ich dem digital eins aus, weil da weiß ich, dass der da irgendwie verwundbar ist. Also es gibt unterschiedliche Motivationen, das hat der Kreuzer schon beleuchtet und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich über den Datenschutz Gedanken macht. Ja, da haben wir noch ein paar. Für mich ist nur wichtig, der Hinweis, der kam auch vorhin schon mal, ich möchte es nochmal unterstreichen, auf dem Rechner werden Wahlen entschieden. Überlegen Sie mal, was Sie vor einer Bundestagswahl tun. Da nehmen Sie Ihren Rechner, also wenn Sie nicht sowieso schon wissen, wo Sie das Kreuz machen, aber dann nehmen Sie Ihren Rechner und schauen Sie jetzt mal Parteiprogramme an. Und dann gehen Sie vielleicht auf den Wahlomat und wie auch immer. Und jetzt nehmen wir nur mal an, diese drei Voraussetzungen, die wir gesagt haben, nämlich die Integrität und die Vertraulichkeit und so weiter, die halten da gar nicht, sondern jemand manipuliert, was Sie da anschauen. Dann treffen Sie vielleicht eine andere Wahlentscheidung. Oder Sie lesen vorher diesen Artikel über die Vergewaltigung und sagen, ja, da muss man was dagegen tun. Kenne ich schon eine Partei, die kümmert sich darum, die wähle ich jetzt. Ja. Derweil ist die vielleicht nie passiert. Also sie können da manipuliert werden. Da gibt es auch ein schönes Zitat, das ich vom Herrn Kelber gerne zum Besten geben möchte. Ich hatte die große Ehre und war bei ihm auf der Antrittsrede. Der Herr Kelber ist unser neuer Bundesdatenschutzbeauftragter und der sagt vollkommen zu Recht, Datenschutz schützt nicht Daten, sondern ihre Grundrechte. Ja, und wenn Sie Er bezieht sich jetzt in dem Fall auf Unternehmen. Wenn sie komplett durchgescored sind, dann verhandeln sie mit dem Gegenüber nicht mehr auf Augenhöhe. Also die Beziehung zwischen jemandem auf dem Markt, der möchte ein Kilo Paprika verkaufen und sie verhandeln mit dem im Preis, dann kann er nicht wissen, wie dringend sie das Kilo Paprika brauchen. Aber wenn sie jetzt auf einer Internethandelsplattform sind und Sie haben durch Ihre Surf-Historie schon irgendwie kundgetan, dass das total wichtig ist und das muss bis nächste Woche da sein, weil es der Kindergeburtstag zum Beispiel, ja, dann hat das für Sie eine andere Dringlichkeit und dann werden Sie vielleicht auch mehr Geld ausgeben und das ist natürlich ein Ziel des Unternehmens, rauszufinden, wie viel Geld Sie bereit sind auszugeben und genau das wird Ihnen dann angezeigt. Also es ist ganz wichtig, wenn Sie viele Informationen über sich preisgeben, machen Sie sich eigentlich auch verwundbar. Ich würde jetzt persönlich behaupten, wenn Sie schon ein paar Daten haben von der Person und Sie haben genügend Zeit und Lust, der zu schaden, das ist wirklich überraschend einfach. Ja, was Sie alleine schon, also damals zu meiner Kindheit war beliebt, man hat Leuten Abonnements von Zeitschriften gemacht. Das kann man immer noch machen. Man kann aber Leute auch in Parteien eintreten lassen oder sonst wie. Name, Anschrift und Geburtsdatum sind eigentlich schon sozusagen ein Datensatz, mit dem Sie richtig viel Ärger machen können. Und wenn Sie aber aus irgendeinem Grund noch den Mail-Account von der Person übernommen haben, dann würde ich sagen, können Sie Existenzen zerstören mit verheerendsten Folgen. Ja. Und demgegenüber steht natürlich auch, dass jetzt, wenn Sie bei den großen Konzernen irgendwo dabei sind, die selber gar kein großes Interesse haben, dass sie wenig Daten bei denen preisgeben, sondern die brauchen das ja für ihre Geschäftsmodelle. Und da soll es eher darum gehen, dass sie möglichst viel Daten preisgeben, dass sie möglichst lange auf den Plattformen bleiben. Das ist sozusagen das Gegenteil von Datensparsamkeit. Und wie schon der Herr Kreuzer gesagt hat, wenn es nichts kostet, dann sind meistens Sie die Ware. Das muss man immer wissen. Also es gibt kein, also im Englischen gibt es diesen Satz, there is no free lunch. Und es gibt eben kein kostenloses Mittagessen. Irgendjemand zahlt immer dafür. Ja, das habe ich schon gesagt. Also wenn Sie heute so einen Rechner und ein Smartphone haben, das ist ja nicht mehr pfändbar. Früher hat man den Fernseher nicht mehr pfänden dürfen. Und heute darf man auch solche Geräte nicht mehr pfänden, weil die zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wichtig sind. Ja, da sehen Sie schon mal, wie viel wir mit denen machen und wie wichtig die sind. Und wenn die nicht vertrauenswürdig sind, wenn die irgendwo gehackt sind, dann ist nicht nur sozusagen das eigene Wohlbefinden in Gefahr, sondern ich würde sagen, auf lange Frist schon auch unsere Demokratie. Ja, da gibt es jetzt ein kleines Quiz. Wie viel denken Sie denn, wie viele Kunden hat Google? Größenordnungen sind es. Okay, da kam die Frage bewusst oder unbewusst. Reden wir von Millionen Kunden? 10 Millionen? 4 Milliarden Kunden? Okay. Nee, es sind deutlich weniger. Also ich habe keine Zahl, aber ich würde mal sagen 10.000 bis vielleicht, ja, also eine mittlere fünfstellige Zahl Kunden hat Google. Wie viele Kunden hat Facebook? 3 Milliarden ist genannt worden. Also auch da würde ich sagen, es ist wahrscheinlich irgendeine mittlere fünfstellige Zahl. Mit Kunden meine ich Leute, die Facebook Geld geben oder Leute, die Google Geld geben. Nochmal, wenn es nichts kostet, sind Sie die Ware. Sie sind kein Kunde von Facebook. Sie sind
benutzt Herr oder benutzte. Und es gibt einen Schwarzmarktpreis für sogenannte Fulls. Also die Fulls sind die vollständigen Datensätze einer Person, wo ganz viel Zeugs drinsteht. Und ich kann pro Person ungefähr 10 bis 40 Dollar, je nach Qualität des Datensatzes, verlangen dafür, wenn ich den irgendjemandem verkaufe. Weil ich das natürlich wieder benutzen kann, um zu monetarisieren. Also ich kann den Datensatz nehmen und kann damit wieder irgendwo auf die Jagd gehen. Nur mal sozusagen, das soll die Erkenntnis sein, so viele Kunden im eigentlichen Sinne sind es gar nicht. So, was kann denn jetzt eigentlich alles passieren? Nochmal die Wiederholung, es geht uns um Verfügbarkeit von Daten, um die Vertraulichkeit und um die Integrität von Daten. Und jetzt schauen wir uns mal so ein paar Beispiele an, was passieren kann. Also der Krypto-Trojaner, das ist so eine Software, die macht da plötzlich ein Fenster auf ihrem Rechner auf und sagt, ja, dummerweise haben jetzt wir gerade alle Dateien auf ihrem Rechner verschlüsselt. Da sind auch die Babyfotos und die Urlaubsfotos drunter und die Hochzeitsfotos. Schlecht für Sie, aber es gibt ja einen Ausweg. Kaufen Sie einfach Bitcoin im Wert von 300 Euro oder 300 Dollar, ist uns irgendwie wurscht, und überweisen Sie die per Blockchain an folgende Adresse. Und wenn Sie das nicht tun, Sie haben da natürlich auch einen Zeitdruck da drin, dann werden die Daten auf jeden Fall gelöscht. Und wenn Sie auch irgendwie versuchen, diese Software zu entfernen, dann werden die Daten auch gelöscht. Also ganz klassische Erpressung. Mit dem Bonuswissen, dass das meistens auch, also dass es viele Fälle gibt, wo Leute das bezahlt haben und trotzdem nicht mehr an ihre Daten gekommen sind. Die Verschlüsselung war real. Was ist beschädigt worden? Es ist die Verfügbarkeit der Daten beschädigt worden. Die waren wahrscheinlich noch vertraulich, weil niemand anders hat die von dem Rechner gelesen. Die waren wahrscheinlich auch noch integer, weil die Leute haben die nur verschlüsselt und gar nicht geändert. Das kann also passieren. Da müssen wir uns nachher mal Gedanken machen, wie man das abstellen kann. Einfallstore sind, Sie können sich eine infizierte Mail eingefangen haben, Sie können irgendeine bösartige Webseite besucht haben oder der eigene Rechner war aus irgendeinem anderen Grund infiziert, zum Beispiel, weil Sie vielleicht einen USB-Stick angesteckt haben, den Sie vor Ihrer Haustür gefunden haben. Ja, das nächste, das ist, würde ich sagen, der Super-GAU für jeden Nutzer, wenn Ihnen der Mail-Account gehackt wird. Sie müssen sich vorstellen, wir leben in einem Zeitalter der Digitalisierung, also ich habe zum Beispiel meinen Stromanbieter, der schickt mir nur noch Mails und bestimmte andere Anbieter, was ich, vielleicht kontaktiert man den Vermieter auch noch nur über Mail. Also Sachen, die wirklich existenziell wichtig sind, auch der Stromvertrag oder der Telekomvertrag, sowas läuft eigentlich über den Mail-Account. Und wenn mal der Mail-Account gehackt ist, dann schaut es hier bei den drei Kriterien sehr, sehr düster aus. Der Angreifer kann sich natürlich jederzeit einloggen, kann das mitlesen, kann Mails in Ihrem Namen verschicken, kann Mails in Ihrem Namen empfangen, die Sie vielleicht nicht empfangen können. Und da kann man sich überhaupt nicht mehr ausmalen, was alles passieren kann. Das ist eigentlich sozusagen nur noch durch die Kreativität des Angreifers beschränkt. Und da ist ein beliebtes Einfallstor, Sie haben irgendwo ein Passwort doppelt verwendet und das doppelt verwendete Passwort haben Sie halt zufällig auch auf Ihrem Mail-Account drauf und jemand hat irgend so eine geleakte Passwortliste mal durchprobiert und hat gesagt, hey, das funktioniert ja, das Passwort sperrt hier. Oder wie immer der infizierte eigene Rechner. Also wenn der Rechner kompromittiert ist selber, haben Sie natürlich immer schlechte Chancen. Nächstes Beispiel, Doxing. Das ist bekannt geworden durch dass von deutschen Politikern so Details geleakt worden sind, die hat jemand im Internet präsentiert. Also Robert Habeck ist daraufhin von sehr vielen Social-Media-Accounts ausgetreten und hat gesagt, nee, da macht er nicht mehr mit. Was passiert eigentlich bei Doxing? Ich denke, das ist auch sehr relevant für Schulen wahrscheinlich. Man sammelt Informationen über sein Opfer. Ja, ich habe vorhin mit dem Herrn Kreuzer über Kompromate geredet. Das ist eigentlich, dann habe ich praktisch erpressbare, mache ich mir jemanden erpressbar und irgendwann, wenn ich den gar nicht leiden kann, wenn ich mal sehr wütend über den bin, dann veröffentliche ich entweder auf einen Schlag oder scheibchenweise diese ganzen peinlichen oder privaten Informationen, einfach um den Opfer zu schaden. Und das kann ich natürlich über zwei Dinge tun. Ja, ich kann dem einfach auf Twitter folgen und auf Instagram folgen und auf Facebook folgen und so weiter. Und ich sammle einfach alles an peinlichen Sachen zusammen aus öffentlich verfügbaren Quellen. Oder ich hack zum Beispiel seinen Mail-Account oder ich hack seinen Rechner und kriege dort irgendwo die Informationen her. Also beides ist möglich. Aber letztendlich hier ist ein ganz, ganz großer Schaden der Vertraulichkeit. Integrität, ja, wahrscheinlich auch. Verfügbarkeit ist meistens nicht beeinträchtigt, weil sie haben ihre Daten ja selber immer noch, nur andere Leute haben die eben auch. Genau. Und da gäbe es noch so viel mehr. Ja, und Sie können sich jetzt hoffentlich mit der Systematik, die ich da präsentiert habe, einfach einen beliebigen Fall hernehmen und sagen, was ist denn jetzt eigentlich betroffen von den drei Werten, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität, und worüber könnte das wohl passiert sein?
Ja, weil wir nur 20 Minuten haben, höre ich jetzt mal mit den drei repräsentativen Beispielen auf. Wir können das auch gern später vertiefen. Das geht so weit übrigens, dass Sie natürlich auch befürchten müssen, dass bei Ihnen in der Wohnung jemand einbricht, weil man kann natürlich herausfinden, wo wohnt jemand, und wenn der auf Facebook sagt, 3 Wochen Gran Canaria, ihr Versager, ihr könnt mal schön in Deutschland bleiben, bei Regen und Schnee, dann sagt er, ja wunderbar, 3 Wochen garantiert niemand daheim, die haben auch keine Haustiere, die haben auch sonst nichts, worum sich gekümmert werden muss, das ist auch jemand, der wahrscheinlich keine Blumen daheim hat, die gegossen werden müssen. Ja super, dann überlegen wir uns mal, wann die Nachbarn auch nicht daheim sind, und dann brechen wir da einfach mal ein. Ja, passiert. Findface ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte, aber die werde ich jetzt vielleicht nicht vertiefen. Gut, und irgendwo gibt es immer ein Einfallstor, und um das Einfallstor müssen wir uns sozusagen kümmern. Da sind wir jetzt beim dritten Teil, den Empfehlungen. Und das erste ganz Wichtige ist natürlich Backups machen. Das hört sich jetzt ein bisschen altbacken an, aber denken Sie an den Kryptotrojaner. Ja, was tut der? Der Kryptotrojaner verschlüsselt Dateien, auf die er momentan zugreifen kann. Jetzt dieses Kabel, das stecken Sie nach dem Backup ab, ja, und schon kann der Kryptotrojaner auf der Platte nichts verschlüsseln. Oder Sie benutzen zum Beispiel Backup in der Cloud, ist ja heute auch möglich. Da brauchen Sie zwar Vertrauen in den Anbieter, das ist ein ganz, ganz anderes Thema und da möchte ich jetzt auch nicht reinsteigen, aber wenn Sie dem Anbieter vertrauen, dann ist natürlich ein Cloud-Backup auch eine Lösung, wie Sie so einem Kryptotrojaner entkommen. Wichtig ist natürlich bei jedem Backup, dass es regelmäßig ist, und es gibt noch so einen Witz unter IT-Fachleuten, also Backup ist eigentlich nicht wichtig, aber Restore ist wichtig. Das heißt, die wenigsten Leute testen, ob man ein Backup, das man gemacht hat, auch wieder zurückspielen kann. Die meisten Leute sagen, ah ja, ich habe ein Backup. Und wenn es dann mal der Fall ist, dann stellen die fest, irgendwas mit dem Backup hat nicht funktioniert und die haben das nie getestet. Ja, das ist natürlich dann auch ein Problem. Aber damit kriegt man auf jeden Fall die Kryptotrojaner schon ganz gut in den Griff. Passwörter, das haben wir schon gesagt. Sie müssen auf jeden Fall darauf achten, niemals ein Passwort zu recyceln. Weder für den gleichen Account, sagen, ah, jetzt bin ich wieder gezwungen, Passwort zu wechseln, jetzt warte ich mal und dann nach 3 Tagen schwenke ich zu meinem alten Passwort zurück. Auch nicht für den anderen Account, weil wie gesagt, es werden öfters mal Dienste gecrackt, dann sind Passwortlisten im Internet unterwegs und die Leute probieren einfach. Und meistens hängt alles an ihrer Mailadresse als Identifikation dran. Das heißt, über die Mailadresse kann ich dann einfach versuchen, mich dort einzuloggen. Und vielleicht klappt es ja irgendwo. Da gibt es noch die Sache des qualitativ hochwertigen Passworts. Da kommen wir dann später drauf, wenn wir über Passwortmanager reden. Und ja, ist natürlich klar, im Zeitalter der Digitalisierung, wenn Sie jetzt für jeden Dienst ein eigenes Passwort brauchen, dann kriegen Sie eine ganz schöne Liste zusammen. Und da werden wir auch noch später darüber reden, wie wir die verwalten. Passwortmanagement ist da das wichtige Stichwort. Gut, und das ist auch sehr billig und es wäre eigentlich auch so einfach, aber es ist ja auch so einfach, Sport zu machen und die Leute machen ihn nicht. Ja. Das, sozusagen Updates einspielen, wenn sie verfügbar sind. Ja, es gibt noch vor Virenscannern ist eigentlich das Wichtige, weil wir müssen uns immer überlegen, wie kommen denn die Angreifer in das System rein. Also der IT-Security-Mensch sagt, ein Angreifer kann immer nur über nicht geschlossene Sicherheitslücken eindringen. Es gibt nicht den einen begabten Hacker, der irgendwie was Geniales erfindet und dann in ein komplett sicheres System eindringt. Wenn Sie ein System haben, das komplett sicher ist, dann können Sie da nicht eindringen. Das ist ja die Definition von einem komplett sicheren System. Aber Software wird von Menschen geschrieben, Software ist sehr komplex und wo Menschen Software schreiben, da schleichen sich eigentlich statistisch gesehen schon pro so und so viel Zeilen Code gewisse Fehlerrate ein und die werden dann eben nach und nach entdeckt und erst nach und nach geschlossen. Deswegen ist es so wichtig, weil Sie eigentlich mit jedem Update geschlossene Sicherheitslücken auf Ihr System kriegen. Das ist super. So, auch hier, da ist die Liste ewig lang. Ich nehme schon mal vorweg, ich habe für diesen Slot und auch für den nächsten habe ich mit dem Professor Hermann aus Bamberg eine kleine Korrespondenz gehabt und ich habe mich mit ihm so unterhalten, also wir kennen uns ein bisschen, und sagte, ja, hey, ich bin jetzt bei Arkatech eingeladen, ich soll da so einen Vortrag halten über Privacy, was sind denn deine 3 besten Empfehlungen? Er sagte, ja, 3 sozusagen. Also man wird ja gar nicht fertig. Also wenn man sich eigentlich einmal mit dem Thema beschäftigt, dann kommt man immer wieder auf irgendwas anderes, was man auch noch machen könnte und es wird fast so einen gewissen weltanschaulichen Lebensansatz draus und nicht nur so eine mechanische Empfehlung, man sagt, tu 1, tu 2, tu 3 und dann bist du sicher. Damit ist es leider nicht getan. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, die Prinzipien dahinter zu verstehen. Ja, ein wichtiges Prinzip waren die 3 Aspekte von Daten, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität.
und eine Haltung zu entwickeln und zu sagen, ja, Datensparsamkeit ist eigentlich das, worum es geht. Und die Frage, brauche ich denn bestimmte Dienste wirklich? Und dann muss ich mir vielleicht gar nicht mehr so viel Sorgen machen. Und dann kann ich ins Detail immer noch sehr viel abtauchen. Okay, das war's. Ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr überzogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns später noch.